bestimmen wir mit Hilfe der Punktsteigungsformel die Geradengleichung. Wir haben wieder die Formel y gleich m mal, Klammer auf, x minus x1 plus y1. Wir setzen für m die 1 ein. So erhalten wir y ist gleich 1 mal, Klammer auf, x minus. Für x1 setzen wir den x-Wert des Punktes c ein. Das wäre die 4 plus y1. Das wäre 2. Rechnen wir das Ganze aus, so erhalten wir 1 mal x, ergibt x, 1 mal minus 4, ergibt minus 4, plus 2. Und somit erhalten wir die Geradengleichung y ist gleich x minus 2.